Hi Leute, willkommen zurück bei Mara an der Uni. Und ja, wir sind an der Uni, auch wenn wir gerade mitten in der Natur in einem Zelt schlafen, mit Blick auf den Campus. Und heute ist Prüfungstag, aber wir sind in einem Zelt. Wir werden so müde sein, wenn ich das jetzt schon sehe. Es ist 6 Uhr morgens und wir haben kaum Energie. Oh Mann, ich werde es jetzt einmal schlafen lassen bis genau 6.30 Uhr. Und dann würde ich einmal noch kurz die Blog-App rausholen, weil wir haben hier immer noch diesen Buff von wegen über Abenteuer zwischen den Lakenbloggen. Denn nicht nur wir sind in dem Zelt, Julius ist auch in dem Zelt. Und deswegen würde ich Geständnisse, wie man den Prüfungstag verschläft. Schauen, ob das hilft. Ja. 41 Anhänger gewonnen. Sehr, sehr gut. Und ich würde direkt nochmal die Blog-App verwenden wollen. Ich wollte auch einmal gucken. Also, soweit ich weiß, kann man doch auch die Art des Blogs wechseln. Aber sie brauchen immer so lange, das zu benutzen. Blog-Thema ändern. Genau, man könnte Kritiken oder Nachrichten verwenden. Aber ganz ehrlich, warum heißt unser Blog zum Thema heiraten? Einblick in das Studierendenleben. Genau, aber man könnte das theoretisch ändern, aber ich glaube tatsächlich, dass es zu Mara vielleicht tatsächlich am besten passt, bei Persönliches zu bleiben. Ich meine, wir wollen ja dann irgendwann unsere Blog-Anhänger auch nutzen, um unseren Job zu promoten, unseren Laden zu promoten. Vielleicht wechseln wir dann zu Kritiken. Mal sehen. Vielleicht bleiben wir auch, aber auch per Persönliches, dass wir einfach einen persönlichen Blog übers Backen machen und dann einfach nur unseren Blog umbenennen. Mal sehen. Wie man wie man beim Camping besonders viel Spaß hat. Zelte. Hat uns das irgendwas gebracht? 25 gewonnen. Ja, nice. Was möchtest du jetzt? 50 Blockanhänger. Wir haben doch schon 50 Blockanhänger. Jetzt bin ich verwirrt. Haben wir jetzt alle wieder verloren? Das verwirrt mich, dieser Wunsch. Wir haben doch jetzt nicht alle schon wieder verloren. Wir haben 345. Okay. Geständnisse. Techtelmechtel mitten. Nee. In der Natur. Ich meine, das ist, was wir gemacht haben. 3 gewonnen. Okay. Wir müssen jetzt tatsächlich los. Mara, wir dürfen unserer Social Media Sucht nicht nachgeben. Wir müssen zu unseren Prüfungen. Bin ich nicht unschuldig dran. Ich meine, ich habe sie auch da oben zelten lassen. 500 Blockanhänger. Ja, das klingt schon eher nach dem Richtigen. Da wollen wir dran arbeiten. Oh mein Gott, das ist 8. Das sind Prüfungen, Mara. Warum bist du noch nicht da? 150. Okay, das ist irgendwie ein bisschen buggy hier, aber whatever. Du setzt dich auf den Boden und spielst am Laptop. Okay, Holly. Holly ist bei der ist auf dem Weg zum Unterricht. Ich sehe, dass du auf dem Weg zum Unterricht bist. So, wir werden alles geben. Deine beste Leistung. Ja, ansonsten können wir uns auch durchschnittlich anstrengen. Aber ich will gerade zumindest ein bisschen mehr alles geben am Anfang, weil wir halt auch ein bisschen später da waren. So, danach reicht durchschnittlich. Ich meine, wir haben unser Maximum hier in der Dings. Ich glaube, wir kriegen das auch so sehr gut hin. Ich glaube, wir kriegen auch so eine sehr, sehr gute Note, auch ohne, dass wir jetzt irgendwie uns krass anstrengen müssen. Aber ich würde gerne so ein bisschen alles geben in der Prüfung, dass das halt schon noch so ein bisschen hilft.
So, mit Bravour bestanden. Der fortgeschrittenen Kurs perfektes Verbrechen, Level 2 Prüfung. Sehr schön. Hatten wir hier nicht auch Picknicks oder sind die jetzt alle weg? Wait, flirtet da jemand? Nein, okay. Die streiten sich. Flirten, streiten, sieht immer fast gleich aus. So, aber nee, ich glaube... Ja genau, hier ist nur der Picknickkorb, mit dem wir nichts machen können. Dann kannst du vielleicht mal hier hingehen. Oder vielleicht mal hier hin joggen. Schweißfrei. Ich weiß nicht, was mit Keisha ist. Ich mache mir richtig Sorgen um Keisha. Der geht's immer schlecht. Ich glaube, ich werde die auch mal resetten nachher oder so. Oder einfach mal ihre Bedürfnisse erfüllen. Weil das macht mir Sorgen. Oh, Aydin hat Gitarre Level 4 erreicht. Sehr schön. Ja, den Unterricht besuchen wir danach. Aber erstmal joggen wir dahin. Genau. Hat sie sogar Spaß dabei? Weiß ich gerade nicht. Aber ja, auf jeden Fall gehen wir da einmal hin gerade. Sehr schön, das hat doch gut geklappt. Meint ihr, wir könnten noch mal bloggen? Vielleicht ist nicht Mara besessen von der Blog-App. Vielleicht bin ich es. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist die einzige Möglichkeit, wie man in der Blog-App erfolgreich ist. Ich meine, wir haben schon 2 Sterne und wir haben 348 Leute. Was tun, wenn man besessen ist von Social Media? Ein verloren! Oh no. Ja, okay, ist vielleicht die falsche Plattform, um darüber zu reden. Wir sind davon abhängig, dass die Leute unseren Blog lesen. Okay. Aber dann können wir jetzt auch ein bisschen früher zu unserem Kurs gehen. Oh mein Gott, wir sind so müde. Ich würde ja gerne auch ein bisschen schlafen, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Glaube nicht. 300 Blog-Anhänger haben. Wir haben doch schon. Das weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt die ganze Zeit kommt. Wo da der Bug ist. Aber ich nehme die Wünsche mit, also so ist es nicht. Oh Gott. Ich glaube, ich lasse sie gleich mal hier einfach ein Nickerchen machen nach dem Kurs. Weil, ja. Snack haben wir nichts dabei, ne? Schade. Quantitative Modelle im Bereich Mikroökonomie Level 1. Die Prüfung haben wir auch mit Bravour bestanden. Paris schmeißt heute eine Saftparty. Ah, da können wir hingehen. Vielleicht bringen wir noch ein paar Leute mit. Das ist vielleicht eine gute Idee für die Party. Ansonsten wird die vielleicht ein bisschen lame. Ja, wir gehen gleich zum Unterricht. Aber es ist... Wir sind ein bisschen sehr müde. Okay, Keisha geht's wieder besser. Zoe rennt da auch gerade rum. Ich mache mir Sorgen um meine ganzen Mitbewohner. Vielleicht gehen wir einfach mit unseren Mitbewohnerinnen zu der Party. So einfach ein paar mehr Leute mal mitbringen. Oh Gott, und super müde ist sie auch noch. Super hungrig ist sie auch noch. Vielleicht gehen wir auch heute nicht zur Party. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das schaffen. Auf jeden Fall gehen wir gleich erstmal nach Hause und essen was und duschen. Und danach mal gucken mit der Energie. Gibt's nicht auch Energy Drinks? Da irre ich mich. Aber ich glaube, Kaffee bringt uns da jetzt nicht so viel. Aber ich fände es eigentlich schon ganz cool, wenn wir... wenn wir zur Party gehen könnten. Wenn wir jetzt nicht irgendwie nur ins Bett gehen heute nach der Prüfung. Oh Gott, das ist schon dunkel. Psychologische Grundlagen. Kunst Level 1. Oha. Spannend, was man hier auch mit studiert. Oh, du hast Gelee-Sandwiches gemacht. Können wir ja gerne mal essen. Ja, wir kommen später. Später wahrscheinlich zur Party, wenn überhaupt, Paris. Ich finde das so lieb, dass sie die ganze Zeit kocht, aber halt, wir haben eigentlich noch Essen. Und niemand sammelt die Wäsche ein. Ich sehe schon. Naja. Wie sieht's hier oben aus? Natürlich genauso katastrophal.
So. Okay, das ist doch schon wieder besser. Genau, das kannst du in meinen Spüle räumen. Dann würde ich dich einmal duschen schicken. Wir haben halt echt keine Energie. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir da jetzt noch zur Party gehen können. Francis Parks? Bist du nicht mit Jeffrey Dean zusammen? Warum stehst du hier und spielst Gitarre? Wen wirst du hier bezirzen? Gehst du jetzt... Oh mein Gott, Keisha, ist das dein Ernst? Okay, ich werde sie mal... Keisha Mwangi. Keisha Mwangi. So. Vielleicht geht's jetzt ein bisschen besser. I don't know. Und Margaret? Margaret kann ich einfach mal essen lassen. Also ich sehe sie jetzt ehrlich gesagt nicht zur Party gehen. Außer wir kriegen irgendwas, womit wir ganz, ganz viel Energie tanken können. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das wäre. Aber es ist ja nicht so, als ob man irgendwie Sachen einfach geschenkt bekommt. Vor allem, ich weiß auch gar nichts von etwas, was einem so viel Energie gibt. Ja, ich glaube, ich würde sie lieber schlafen. Ich würde so gerne zu der Party gehen. Ich sag's, wie es ist. Aber halt, wie sollen wir das schaffen ohne Energie? Das tut mir jetzt sehr leid, Paris. Ich hatte erst zugesagt und jetzt kommen wir doch nicht. Wo ist überhaupt ihre Party? Wo ist denn ihre Party? Oh, sie schmeißt wahrscheinlich gar keine. Ich sehe jetzt niemanden eine Party schmeißen. Ja, dann ist ja egal. Dann haben wir auch nichts verpasst. Ah, okay. Das Spiel hat realisiert, dass wir schon 300 Anhänger haben. Sehr gut. Naja. Immerhin hat das Spiel irgendwann realisiert. Ha, aber wir sollten dann ja jetzt... Steht da irgendwas, wie viele Punkte wir jetzt bekommen haben? Nur noch einen Tag bis Semesterende. Nachdem die Abschlussprüfungen hinterliegen, hast du jetzt Zeit, dich zu entspannen, Freunde überholt zu sagen und ein bisschen Spaß zu haben. Genau, dann haben wir jetzt nämlich noch den Samstag. Mal schauen. Wir sind auf der Dekansliste. Hier haben wir gerade nichts mehr angezeigt. Aber wir sollten ja nochmal unsere Prüfungsergebnisse bekommen. Ashley schmeißt eine Party. Wo schmeißt Ashley eine Party? Da würde ich ja jetzt hingehen, wenn da jetzt tatsächlich noch irgendwo eine Party steigt. Aber ich sehe keine. Das wird ja eigentlich immer angezeigt. Aber ich sehe Ashleys Party nicht. Das wäre hier. Aber wie gesagt, ich sehe da keine Party. Ich meine, hier stehen eine Menge Leute rum. Ist das eure Party? Lass uns da mal hingehen. Es ist erst 10 Uhr abends. Da kann man noch mal aufstehen und losgehen. Auf eine eventuelle Party. Es ist vor allem eh um die Ecke. Es ist einfach nur das Wohnheim nebenan. Das interessiert mich jetzt. Da stehen sehr viele Leute vor der Tür. Ja, sorry, Paris. Ich war viel zu müde. Okay. Können wir hier rein? Es ist halt ein bisschen nervig, dass die jetzt alle hier vor der Tür stehen und niemand reinkommt. Inkompatibilität wegen Merkmal. Oha. Und wasserscheu ist sie auch noch. Ja. Okay, so langsam kommen hier alle rein. Oh, und wie viel Essen es hier gibt. Lasagne, Erdbeerstreusel. Oh, die Leute haben sich richtig Mühe gegeben. Aileen ist hier. Oh, ist das Jacob Salomon? Ist das dein Freund, Ashley? Ashley? Wait. Du warst doch in der Beziehung, oder nicht? Ich frag sie nochmal. Du warst doch in der Beziehung, Ashley, oder nicht? Ich dachte, ich hätte da was gehört. Kann das sein, Ashley?
Kann das sein? Kommt die Mente übers Haus machen? Yeah, mit Jacob! Wusste ich's doch. Das ist also dein Freund. Okay, dann möchte ich den kennenlernen. Lass ihn uns mal kennenlernen. Haha, jetzt lernen wir also doch Ashleys Freund kennen. Nice, das habe ich mir... Oh, guck mal, die Party! Oh, Aileen mit ihrer Gitarre Level 4 spielt hier vor den ganzen Leuten auf der Party. Oh mein Gott, das ist so süß. Das ist echt süß. Das freut mich. Sehr schön. Wie wir die Party feiern. Alle hören Aileen zu. Das ist sehr schön. Das freut mich. Oh Gott. Wir hören uns gar nicht, weil Aileen so laut spielt. Aber okay. Können wir auch mal gut. Warte, wohnst du hier etwa auch? Oh, they were roommates? Oh mein Gott. What? Wie? Wir haben unser Bestreben erfüllt. Wie haben wir denn unser Bestreben erfüllt? Hä? Und alle Rezepte haben wir auch schon gelernt? What? Warte, was? Wir haben das Wirtschaftsstudium abgeschlossen? Wir hatten ein Viertel. Was? Was? Wie haben wir denn jetzt? Hä? Wir hatten im... Das erste Mal, als wir an der Uni waren, waren wir 2 Wochen hier und haben 12 Punkte gesammelt von 48. Jetzt waren wir nochmal genauso lange hier. Und haben 3-mal so viele Punkte gesammelt? Ich meine, ja, wir sind von... Wir haben unser Workload ein bisschen erhöht, aber das... Hä? What? Und jetzt habe ich 2 Lebenswünsche abgeschlossen und habe 95.000 Punkte? What? Ich bin sehr verwirrt. Das war nicht, was ich mir... Das war nicht der Plan. Das kam jetzt sehr unerwartet. Ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, muss ich sagen. Ja, wir können sie mal sorglos machen. Ich bin sehr verwirrt. Kostenlose Haltung, ja, gönnen wir uns alles mal. Putzdrache, oh ja, das ist nützlich. Ich gebe ihr jetzt alle möglichen Dinge, die wir hier... Alle Speisen gehen aufs Haus. Okay, vielleicht ist das ein bisschen zu krass. Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte einen Plan, ich wollte, dass die beiden zusammen studieren, dass Ellie und Mara zusammen studieren gehen, wenigstens für ein Semester. Und jetzt halt irgendwie... Vielleicht lasse ich Mara dann halt einfach noch mein Studium anfangen oder so. Weil, ja, ich wollte gar nicht, dass das alles so schnell endet. Portalimmunität brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Reich belohnt klingt gut. Die kleineren Sachen irgendwie schon fast nützlicher als die größeren. Aber das, ja. Attraktiv. Kann ich ihr denn jetzt ein neues Lebensziel geben? Weil ich sehe ich gar nicht. Ich sehe Midlife Crisis, aber das andere nicht. Ich würde ihr schon gerne ein neues Lebensziel geben. Ich meine, das kann ich auch mit MC Command Center geben. Mit Master Controller. Lebenswunsch. Genau. Dann suchen wir uns einen neuen aus. Ja, aber alle Rezepte hat sie ja scheinbar schon gelernt. Auch wenn ich das nicht für realistisch halte. Alleskönnerin passt jetzt nicht so zu ihr. Blockkünstlerin. Ja, dann gehen wir in die Richtung. Dann machen wir das. Weil das scheint ja auf jeden Fall was zu sein, was sie gerade möchte. Und das kriegen wir hin. Das können wir mit ihr auf jeden Fall, können wir mit ihr auf jeden Fall weiterhin angehen. Ich hätte jetzt...
Ja, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das so schnell abschließt. Weil ich dachte halt erst, wir waren halt das erste Semester da und ich dachte mir so, ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Weile, um das Studium abzuschließen. 3, 4 Semester, gar kein Problem. Und jetzt hat sie es einfach in 2 Semester geschafft. Ich meine, es passt zu Mara. Mara ist ehrgeizig und Mara ist richtig ambitioniert gewesen, auch in ihrem Studium. Aber dass sie es so schnell abschließt, ich hätte jetzt mindestens mit einem weiteren noch gerechnet. Krass. Ah. Tavana, hey. Ja. Oh, hier steht auch noch Essen rum. Das kann ich nicht einfach wegräumen, oder? Nein, das müsste ich so wegräumen. Hier ist Gabby, da ist Maxi. Oh mein Gott, du hast alle Sportler eingeladen, oder? So ein bisschen. Aber auch ein paar Rebellen. Ja. Oh mein Gott, ich bin sehr irritiert von all dem. Oh, das ist mal wieder ein Ort, wo es keine Musik gibt. Also wir können hier nicht einfach tanzen. Oh, und Leo spielt da oben auch ein bisschen Gitarre. Das ist süß. Hier oben gibt es erst Musik. Lasst mich mal. Lasst mich das mal umändern. Weil das ist zwar schön, dass da oben Musik ist, aber wir brauchen hier unten halt auch Musik. Keine Ahnung, hier vielleicht. Damit wir zumindest so ein bisschen tanzen können. Vielleicht können wir mit Gabby ein bisschen zusammen tanzen. Das ist sehr, sehr schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin sehr irritiert von der ganzen Studium-Abgeschlossen-Sache. Aber hey, wir haben unser Bestreben erfüllt. Und scheinbar haben wir dann auch einen richtig guten Abschluss gemacht, weil unser Ziel war ja irgendwie mit der Bestnote abzuschließen. Und das haben wir scheinbar geschafft. Das ist alles viel zu schnell gegangen für mich. Ich weiß gar nicht, was das jetzt überhaupt alles war und was passiert ist. Und ah. Ja, das kam viel zu unerwartet. Naja. Aber dann können wir hier auch noch mal was essen. Gut, dass wir auf einer Party waren jetzt. Ich finde, das ist sehr angemessen, dass wir jetzt auf einer Party waren. Für dieses sehr eigenartige Ereignis. Soweit ich weiß, ist Robert Richards auch ein Professor. Das ist nämlich das Ding, ne? Halt, die chillen hier rum, wie die normalen Studierenden auch. Und deswegen passieren hier wahrscheinlich auch irgendwelche Beziehungen mit denen, weil die sich halt mit den Studierenden hier zusammen abhängen und abgeben. Das weiß ich halt nicht. Sonja, was los? Warum beschwerst du dich über alles? Oh, wir könnten sie zur Abschlussfeier einladen. Oh mein Gott, wir können eine Abschlussfeier feiern. Muss ich sie denn so zur Abschlussfeier einladen oder kann ich auch mit Wirtschaftsabschluss prahlen? Kann ich auch einfach sie dann einladen, wenn sie da sind? Also halt bei der Party. Wir gehen auf jeden Fall danach einfach mal nach Hause. Wir müssen jetzt erstmal schlafen über diesen Schock. Und ich muss erstmal klarkommen über diesen Schock. Ja. Wir haben immer noch 40.000 Punkte. Ich weiß ja nicht, was sinnvoll wäre. Ich habe eigentlich meinen Plan drin. Also Erbschaft könnte ich ihr noch geben. Aber ansonsten halt ist das eigentlich ein straightforward Plan mit Mara. Was ich gerne mit ihr machen würde. Ja, wir gehen. Das ist gut. Wir waren gerade eh schon auf dem Weg zu gehen. Okay. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal nach Hause. Eigentlich könnten wir dann sogar schon unseren Ort anfangen, also unser Geschäft aufbauen. Dann gehen wir halt mit Ellie separat studieren. Scheinbar. Ich meine, das ist in sich jetzt nicht so das Problem. Ich wollte halt gerne mit beiden zusammen studieren gehen. Ich hätte das süß gefunden.
Aber wenn Mara so schnell fertig ist, dann macht es natürlich eher weniger Sinn, da jetzt extra dafür nochmal irgendwie ein neues Studium anzufangen. Ich glaube, ist jetzt eher nicht so das Richtige. Aber ich würde Mara auf jeden Fall gerne hier noch ein bisschen aufräumen lassen. Da die Badewanne müssen wir auf jeden Fall putzen. Die Party von Ashley war fantastisch. Sehr, sehr schön. Aber ja. Ja, dann lass uns mal schauen, ob wir eine Abschlussfeier feiern können. Ich meine, hier steht auch einfach nur sehr gut. Also wahrscheinlich hat sie einfach nur sehr gut ihr Studium abgeschlossen. Aber ich würde jetzt erstmal die Folge an der Stelle beenden. Und dann können wir in der nächsten Folge unsere Abschlussparty feiern. Und was auch immer da noch so ansteht. Und ich kann mich von meinem Schock ein bisschen erholen in der Zwischenzeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bei Mara an der Uni. Noch einmal, scheinbar. Puh, okay. Bye.